Schönen guten Abend, ich bin Volker Lerkaut. Ich lese heute Abend bei Lesen gegen Überwachung aus dem Buch Angriff auf die Freiheit von Trojanow und Juli C. Untertitel ist Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte. Das Buch ist jetzt schon 8, 9 Jahre alt, aber ist halt nach wie vor aktuell. Die Themen haben sich nicht wirklich geändert. Und ich lese da ganz am Ende aus dem Epilog und freie Aussichten ab Seite 125. Wir wollen Sie warnen, aber ohne einen Aufruf zum Handeln laufen Warnungen ins Leere. Trotz allem, was wir in diesem Buch beschrieben haben, besteht genug Anlass für Optimismus. Wir haben erlebt, wie der Kalte Krieg zu Ende ging. Wir können uns an die Unfreiheit der Menschen im Ostblock erinnern. Wir haben Hoffnung gefasst auf ein friedliches Zusammenleben in unseren Breitengraden und in möglichst weiten Teilen der Welt. Die Demokratie ist kein Auslaufmodell. Sie kann uns auch im gerade angebrochenen Informationszeitalter ein Leben auf der Grundlage von Freiheit und Selbstbestimmtheit garantieren, wenn wir sie nicht aufgeben. Doch leider ist auch eine gegenteilige Entwicklung denkbar. Wir wollen uns nicht in 20 Jahren den Vorwurf stellen müssen, wir hätten es wissen und verhindern können. Wir wollen nicht die Frage beantworten, wie es denn gekommen sei, dass sich unsere Gesellschaft wie eine Horde entfesselter Halbstarker in einem Bandenkrieg hineinziehen ließen und darüber ihre Grundsätze vergaßen. Es gibt keinen determinierten Ablauf der Geschichte. Jedem Schritt liegt menschlicher Wille zugrunde. Deswegen fordern wir Sie auf, lieber Leser, zu erkennen, dass uns ein Kampf um unsere Freiheit und unsere Privatsphäre bevorsteht. Ein Kampf, der sofort beginnen muss. Denn die Zukunft unserer Gesellschaft wird gegenwärtig verhandelt, ohne dass unsere Meinung gehört wird. Wollen Sie warten, bis Ihren Kindern bei der Geburt ein Chip ins Halsfleisch gepflanzt wird, der eine 16-stellige Personenkennzahl enthält und über Satellit zu orten ist, so wie es bei Ihrem Haustier, falls Sie eins haben, schon der Fall ist? Was Sie tun können? Sehr viel. Zunächst einmal können Sie Ihre eigene Einstellung überprüfen. Streichen Sie die Wendung "Ich habe ja nichts zu verbergen" aus Ihrem Wortschatz. Denn wer nichts zu verbergen hat, der hat bereits alles verloren. Es ist gut, dass Sie etwas zu verbergen haben. Und so sollte es auch bleiben. Verteidigen Sie Ihre Geheimnisse, sie gehören Ihnen. Erliegen Sie nicht dem Sinn im Freund-Feind-Schema, die Ihnen täglich aufgetischt werden. Sagen Sie nicht, die Moslems, es sei denn, Sie möchten mit allen Christen über einen Kamm geschoren werden. Stehlen Sie sich nicht aus der Verantwortung, indem Sie sich einreden, dass die Guantanamo-Insassen an Ihrer Lage schon irgendwie selbst schuld sind. Misstrauen Sie verführerisch einfachen Erklärungen. Hören Sie nicht auf Menschen, die unsere friedliche Gesellschaft als verweichlicht und hedonistisch beschimpfen. Überprüfen Sie die Aussagen von Politikern auf ihren Tatsachengehalt, wenn Begriffe wie Terrorismus oder Terrorverdächtiger fallen. Und verzichten Sie selbst auf Vokabeln wie Kulturkampf oder der Clash of Civilizations. Distanzieren Sie sich von Panikmache und Skandallust. Entwickeln Sie eine Sensibilität für den Wert Ihrer Daten und Ihrer Intimsphäre. Geben Sie nicht an jeder Supermarktkasse alles preis, nur um sich einen läppischen Rabattvorteil zu verschaffen. Entblößen Sie sich nicht auf MySpace, nur um sich wichtig zu machen. Analysieren Sie, wie politische Parteien mit der Privatsphäre des Einzelnen umgehen und überlegen Sie sich, welche von ihnen wählbar ist. Setzen Sie Ihren Bundestagsabgeordneten unter Druck, in dieser Frage Farbe zu bekennen. Machen Sie sich klar, dass ein Staat nicht gut ist durch das, was er darstellt, sondern höchstens durch das, was er tut. Wir sind dabei, unsere persönliche Freiheit gegen ein fadenscheiniges Versprechen von Sicherheit einzutauschen. Die gegenwärtige Gleichgültigkeit im Umgang mit der Privatsphäre lässt ahnen, wie Staat und Konzerne in Zukunft über uns verfügen werden, sollten wir ihnen erlauben, noch umfassendere Instrumente der Kontrolle einzuführen. Dann wird es allerdings zu spät sein zum Widerstand. Ein autoritärer Staat kann jeden Protest im Keim ersticken, mithilfe von Gesetzen, die heute verabschiedet werden. Um uns angeblich zu schützen, wehren Sie sich. Noch ist es nicht zu spät.